Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen LP von mir, dem Easy. Ich bin jetzt seit einer Ewigkeit mal wieder in Brick Force On und ja, hat jemand zu mir nehmen? Doch, die Map, ich würde eigentlich Windows nehmen, aber gut, okay. Ich bin jetzt mal wieder in Brick Force Online, einfach mal ein bisschen, und ich bin gleich zu mir, das fühlt sich schon geil an. Einfach um mal wieder auf die alten Zeiten ein bisschen zurückzublicken. Ja, das Spiel ist jetzt nicht mehr so der Hammer wie früher, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die Musik zu laut ist, das wäre ein bisschen richtig kacke. Jedenfalls, ich wollte euch ein bisschen was erzählen, was jetzt so... was jetzt so passiert ist und so weiter. Ihr habt ja schon sicherlich mitbekommen, ich habe jetzt einen Zweitkanal. Über den Zweitkanal würde ich jetzt halt gerne mal ein bisschen informieren, weil der halt langsam mal auch ein bisschen bekannter werden sollte. Wirklich Brickforce LPs werden hier nicht kommen auf dem neuen Kanal, aber ich habe auf jeden Fall vorbereitet ein größeres Projekt über Brickforce. Einfach so dieses letzte Mal jetzt. Ja, wir wollen mal sehen, wie es wird. Ich habe auf jeden Fall Klon und Kalchas davon angeschrieben. Klon macht auf jeden Fall mit, das finde ich schon mal richtig nice. Ich wollte euch einfach mal darüber informieren, der Zweitkanal wird auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt sein. Das wird jetzt hier wieder einfach nur ein ganz normales kurzes Gameplay von Brickforce. Und jetzt können wir uns hier noch holen. Oder auch nicht. Fail. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe mich jetzt extra schon ein paar Runden mal eingespielt davor. Einfach um mich nicht ganz zu blamieren, und dann kommt jetzt sowas gleich am Anfang, das war so klar. Aber ich gehe das ja bestimmt alle. Immer wenn man sich anstrengt, wird es gerade blamabel. Und er ist raus, alles klar. Auch wenn CFS gerade nicht mehr im Clan ist, machen wir natürlich Clan-Regeln auch mit CFS. Er ist immer willkommen in unserem Kings und wird auch immer ein Teil von unseren Membern sein. Und der Clan hat jetzt schon wieder neuen Zuwachs, sagt man das so, mit Inspired. Ist das Inspired? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und natürlich noch alte Member, die immer noch drin sind, wo ich echt schauen, wie HD-Monster, der sich ja wirklich damals sowas von mega gefreut hat, dass er mit, oh Gott, dass er nicht in den Clan rein darf. Und er ist auch wirklich sehr gut geworden, muss man sagen. Ich bin natürlich ein bisschen aus der Übung, das merkt man, glaube ich, auch. Einfach nur, weil ich bestimmt richtig gespielt habe, das vor einem Jahr oder so. Ich habe halt letztens das LP von Chilling gesehen, wo er immer wieder online war, nach wirklich Ewigkeiten. Und habe mir so gedacht, ey, Easy, das könntest du eigentlich auch mal wieder machen. Einfach mal ein Brickforce Online kommen, mal ein paar Runden spielen. Und ich habe halt ein paar Runden gespielt und es hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Brickforce nochmal so viel Spaß habe. Aufpassen. Habt ihr gesehen, der eine kommt von hinten. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie komme ich hier jetzt weg? Ohne dass der andere. Oder das hat. Ohne das hat eh nicht am besten schon. Fail! Oh mein Gott! Diese Reichweite! Ja, das mit dem langen Überlegen muss ich wieder mal üben. Also, das war gerade irgendwie richtig fail. Aber na gut, okay. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass jetzt doch keine Leute reinkommen, weil eigentlich hieß es, ja, komm, wir kommen alle mit rein und ja, und hier alle, oh, der Raum wird voll und so. Ich habe auch sogar gerade, ich habe jetzt mich ja zwei Runden eingespielt und die Runde davor war auch 10 Mann voll gewesen. Und dann schreibe ich so, ich mache gleich LP. Und im Moment gehen alle raus, also gut. Also es scheint so, dass keiner mehr in der LP mit dabei sein möchte. Aber okay. Ah, jetzt wird er wieder ein bisschen voller, sehr schön. Das heißt, es könnte noch ein bisschen spannender werden. Ein bisschen was über das Projekt möchte ich natürlich jetzt schon erzählen. Also, ich habe... Oh. Okay. Ich habe mir so gedacht, naja, ich hatte eine richtig mega geile Zeit im BF gehabt. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe einen Haufen Freunde gefunden. Also teilweise sogar welche, mit denen ich mich
auch weiterhin nicht nur über das Game, sondern über vieles andere auch, mit denen ich reden kann, mit denen ich schreiben kann, die ich sogar schon getroffen habe, besucht habe. Ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Video gesehen habt mit Olli, also mit GP, wo ich bei ihm war. Ich habe ihn nur über das Spiel kennengelernt und ich meine, das ist so ein guter Freund geworden, so eine geile Zeit und alles. Und das ist einfach, das ist dank dem Spiel, das muss man halt sagen. Es ist wirklich, dass das Spiel Leute verbinden kann. Und auch wenn es wirklich von vielen jetzt gehatet wird und ja, es ist alles scheiße und so weiter, es gibt auch so viele gute Dinge an dem Spiel. Es übersehen die meisten halt einfach, dass man Leute kennenlernt. Man hatte ja echt Spielspaß, man hat jahrelang so viel gespielt. Ich meine, ich habe nur den Zombie-Modus gespielt und so viele coole Leute kennengelernt. Und ich will einfach mal jetzt so als letztes, vielleicht nicht unbedingt das allerletzte Video, aber halt als Video jetzt mal noch so ein Dankeschön-Video rausbringen. So einfach danke für all die Zeit, danke für all die Leute, die ich kennenlernen durfte, danke für all den Spaß, den ich haben durfte mit euch. Danke an CFS zum Beispiel, einfach nur mit ihm könnte man so viel... Mit ihm könnte man so viel coole Zeit, aber man hatte richtig Spaß gehabt. Ich meine, CFS ist auch total in Ordnung und nicht nur er, ich habe so viele, mein ganzer Clan, sind alles Leute, mit denen man so viel Spaß haben konnte. Ich hatte so eine tolle Zeit mit allen gehabt. Aber das ganze emotionale Zeug will ich dann in das andere Video packen, war nur jetzt mal so eine kurze Andeutung dazu. Das andere Video wird jedenfalls auf meinem Kanal, auf meinem eigenen Kanal dann kommen, nicht mehr auf TripleMP3. Wo ist eigentlich der Zombie? Der Zombie, ja, ich werd alt. Was ist denn mit dem? Ist der immer so auf? Ich will keine AFK-Kills machen, aber der macht ja nichts. Das war gerade dumm. Warum soll ich den Chat zensieren, hä? Ich habe jetzt den Chat nicht einmal mitgelesen. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht gesehen, was ich zensieren sollte. Mal gucken, ob ich es mache. Wenn nicht, dann nicht. Achso, hab was nicht Nettes geschrieben. Alles klar. Okay. Na gut, mal gucken. Ich kann nichts versprechen, ich habe keine Ahnung, ob ich das so kriege, mit den Chat zu zensieren. Vielleicht packe ich da einfach was drüber in dem Moment, wo ich das lese. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, ich hoffe mal, also wenn das jetzt wieder so ein langweiliges Info-LP hier LOL wird, hoffe ich mal, dass es euch trotzdem ein bisschen interessiert hat, dass ihr auch vielleicht euch auf das Video freut, was dann rauskommt. Und ich hoffe einfach mal, dass die Musik, die ich höre, nicht zu laut ist, weil ich einfach mega laute Musik gerade anhabe. Und wenn ich die runterschalte, würde die Aufnahme jetzt abbrechen und das wäre ein bisschen... ein bisschen sehr ärgerlich. Ich hoffe nur so sehr, dass man meine Stimme hört. Das wäre sowas von unnötig, wenn man die Stimme nicht hört. Na gut. Falls ihr euch wundert, warum wir alle nur auf den Karl Opel, was für ein Name, nice, gehen. Wir machen nur die wieder zum Kings Regeln. Also, auch wenn es ein bisschen unfair ist, aber gut. Aber zum Kings Regeln sind einfach Standard. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder über uns. Und wie gesagt, CFS ist einer, der immer herzlich willkommen ist, mit dem man immer spielen konnte. Von daher. Und halt, jemand soll nicht alles alleine machen. Du sollst mich nicht immer einholen, du bist böse. Richtig böse bist du. Aber der Chat ist so schön lustig hier. Warum sollte ich den zensieren? Das wäre richtig ärgerlich. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Achso, und die Musik ist... Kann ich deshalb nicht runter... Jetzt wenn sie vielleicht manche denken, hey, du Vollidiot, du kannst doch die Musik einfach runterdrehen, wenn du das Video machst. Nein, kann ich nicht, weil ich gerade jetzt beim Spielen diese Musik höre. Das heißt, ich habe die jetzt nicht hinten dran geschnitten, sondern ich höre die richtig direkt jetzt so beim Zocken. Deshalb kann ich die auch von der Lautstärke da nicht runterstellen, weil meine eigene Stimme dann auch runtergeht. Das sollte ich vielleicht mal sagen, bevor mich einige für total bekloppt halten. Aber na gut.
Und warum ich immer Musik, ich höre immer Musik beim Spielen, egal welches Spiel, egal was ich mache, selbst in CSGO, wo man eigentlich immer auf Schritt dann alles hören muss, ich spiele einfach. Du warst doch schon tot! Mann! Richtig unnötig! Lol. Okay. Also, okay, jedenfalls, jetzt wisst ihr warum. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Ich würde mich gerne über einen Kommentar oder irgendwas freuen. Ich werde auch bei dem letzten Video, was ich machen werde, auf jeden Fall mit Facecam aufnehmen. Es wird vielleicht mal ein bisschen lustiger, was ich alles für Grimassen ziehe beim Spielen. Das würde vielleicht auch mal ein paar Leute interessieren. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Ich werde das heute noch hochladen. Ich werde das andere Video wahrscheinlich... Eigentlich wollte ich schon Donnerstag oder Freitag machen, aber ich werde es wahrscheinlich... Samstag oder Sonntag machen, also heute ist ja Samstag, also Sonntag oder Montag, ach mal sehen. Jedenfalls würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, viel Spaß noch und ciao.